Ich verstehe gerade nicht so. Ich könnte eigentlich trotzdem nur hier schnell vorspulen, weil durch Fritz. Ich wollte schon Flint sagen, verdammt, weil ich den Namen gewöhnt bin. Immer was anderes ist. Ach so. Also andere Melodie. Ja, das ist einfach. Es sind maximal 5 Soundsets. Das hat immer so ein bisschen abwechselnd drin ist. Ich glaube, ich maximal 5. Das ist durch einen Pointer-Fehler ist das, glaube ich. Weil du hast den. Ah, sehr genau, jetzt kommt der Gegner. Baked Air Monster. Ja, wegen Feuer, das sind so schon natürlich gebacken, ne? Das ist auch so, Alter, das ist solche Spitze, ey, das ist einfach nur cool. Oh Gott, Dangerous Guys, ey. Ja. Gott verdammt, so schwer ist das doch gar nicht. Ah, 4 Hits. Na gut. Die droppen übrigens Baker Diane. Das ist nochmal ein bisschen besser als das Brot. Es ist immer droppen würden. Aber und das sind Schlangen. Oh mein Gott, die Viecher hasse ich wie die Pest. Die können vergiften. Lisa Sim. Mir fällt keiner was auf. Kommt mal auf die Namen von der. Okay, ich habe ein kleines bisschen missgebaut, glaube ich. Warum hat das Spiel das nicht abgefragt? Mava 2 oder Mava 1 fragt ab, ob man Charaktere benennt, wie Charaktere im Spiel benannt sind. Lisa sagt, Lisa Sims, to have a good here hat on the Herr Scholes. Sie redet von sich selber in der dritten Person. Oh mein Gott, ey, das ist so wichtig. Ich habe gar nicht gewusst, dass das ein Charakter im Spiel der Lisa heißt. Mann. Not your fault. Nun gibt es 2 Lisas. You play the character, so I bet you forgot to bring antidotes before in the forest. Na gut, ich hab 1. Despite the fact the place is teeming with mighty bitey snakes everywhere. Here you can have one of my antidotes. If you don't think that'll be enough, you can always get some more at Isaac's house. Einstein. Na, Englisch wäre es glaube ich so richtig, wenn man Einstein ausspricht. Einstein got an antidote. Ich frage zwar nicht lieber, wo Einstein das transportiert, seine Items, aber nun gut. Er hat natürlich auch ein Inventar. Ich weiß echt nicht, wo er transportiert, aber nun gut. Ich hinterfrage das mal nicht. Also jetzt, na guck mal, boah, die Viecher sind trotzdem nervig. Und dieser Song, ich kann den absolut nicht. Kolderman Fritz, das hätte eine Level zufolge gehabt. Ah, okay, wir sind überlevelt. Wir sind overlevelt as fuck, glaube ich. Deswegen, naja, machen wir nicht so viel Sorgen. Rettern! Ja, Natter. Das ist eigentlich keine Natter, aber Liesen, die Matter ist Liesen. Echt? Nein. Don't worry, Fritz. With all these people looking, I'm sure we'll find them soon. Let's have faith and keep searching. I didn't realize it before, because the flames were so intense at the time. But it looks like this area over here got hit really bad by the fire too. Ich kann es vielleicht noch bis zu der bestimmten Szene noch schaffen, wenn ich Glück habe mit der Zeit. A fire, then rain, and then children smiles. It will be alright. Reggie knows it. Ja, ob du da so richtest. Also ich ja nicht. So. Ich würde gerne mal mit Kraft vor. Oh, da würde für Einstein, finde ich gut. Einstein kann halt wirklich dingestechnisch, skilltechnisch nicht allzu viel, außer den Sniff. Von daher, das ist halt etwas blöde vielleicht, aber er ist dafür ein recht starker Angreifer, wenn ich mich richtig erinnere. Oh Gott. Ich muss ihn gleich mal heilen, glaube ich. GDM, sehr gut. Wie viel HP maximal hast du denn? 63, das ist langsam mal Zeit zum Heilen, glaube ich. Und zwar mit einem Nut oder mit einem Edelbeer Mushroom. Erstmal, das soll erstmal ausreichen.
Und daher, ich bin der liebe Frost, ist sparsam mit dem Zeug. The Frost still smells burnt. Well, I guess it was a pretty big fire and all. Let's hurry, find Lisa, so she can make us some of her special lasagne. Ja, du siehst auch so aus, als hättest du ganz viel davon gefressen, ey. Frisk got an antidote. Das ist ein fetter Typ, ey. Ich mag Butch übrigens nicht. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Vergiftung, na super. Antidote. Schluck das. Bleib stehen. Oh Gott, wie verschieden hat das hier jetzt gemacht? Noch ein Antidot, sehr gut. Habe ich das gleich auch gemacht, das hat ihn wahrscheinlich gar nicht gesmashed, denke ich mal. Und deswegen hat er so viel Schaden bekommen. So. Über meine Vollheilung, was soll's, die 10 HP da, Überschuss oder zu wenig, egal. Roy is a troublemaker. So I bet he's hiding around here somewhere, watching us worry our heads off. But Peter is a crybaby, so I bet he's probably in tears by now. Oh Gott, 2 Gegner, das ist nicht gut. Swing und Angriff. Okay, Mist. Ah ja, das, wenn... Ach, scheiße. Wenn, Gegner mehrere Ringe auftauchen, ist es so, dass... die, Battlefield spielt des ersten Gegners, den ihr berührt. Also von daher, ich halte das Gift, das glaube ich erst nach dem Kampf. Das macht sonst nicht allzu viel gerade Sinn. Aua, Smash. Offensive Grace, das ist nicht so schlimm. Oh, bitte stirb, danke. Und du auch. Oh, danke. Das war gerade schon etwas sehr kritisch. 70 Experience, Einstein Level 9, HP 4, Offense 2, Defense 2, IQ 1, Speed 1, okay. Gut, ein Antidot bitte auf Einstein benutzen und den Stick können wir nicht mehr wegschmeißen, weil wir können nichts verkaufen. Noch nichts verkaufen, es gibt noch keine Währung, warum soll man was verkaufen können? Es bringt nichts. Es ist Blödsinn. Also, das war eigentlich auch keine Verschwendung, naja. Dann kannst du das eben auch mal. Was soll's? Komm mal her. Na komm, stirb, danke. Fritz könnte auch noch mal aufleveln. Das wäre gut. Wie sieht's denn aus? 74, 70, okay. Na gut. Dann dürfte er mit Einstein aufleveln das nächste Mal. Oh, ein Geschenk. Beef Jockey. Yay! Ja, komm mal her. Mystery. So. Was haben wir hier? Mini-Mini-Scham. So, Beef Jerky erstmal nachkommen. Beef Jerky heilt 60 HP. Carefully, Sunbright mit Mini-Mini-Scham. To equip on the body. Defense plus 2. Das kriegt gleich mal Fritz. So. Sehr schön. Gibt er weniger Schaden. We have been calling their names for a while, but there's been no response at all. Do you think maybe they are not in this area? Immer wieder so typische dumme NPCs, teilweise. I'm sure Roland and Peter will come racing here before long to have some of those slightly unclean and not very tasty cookies of mine. Ich hab so einen komischen Keksen, ey. Oh man. Lisa's father lives right past here, but... Nein, das hat man schon. Fritz, what should we do? Ja, falsche Nummer gehabt, egal. Actually, it looks like someone ran and snapped this on half, not lighting. But it can't be possible. Erinnert euch eigentlich diese Spuren an etwas? Die da sind? Ich bin gespannt, ob jemand drauf kommt. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch in 10 Minuten bis dahin, ey. Ist so eine bestimmten Szene. Den kommt gleich da. Nee, das schaffe ich ja nicht. Verdammt, oder? Doch. Die Dragos. Genau. Also nicht T-Lex, aber die Dragos. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, eigentlich sind die Dragos ja nicht unbedingt die, die jetzt hier so
derbe rumrandalieren würden. Eigentlich. Aber nun ja. Ich würde ja mindestens gerne noch so eine bestimmte Szene spielen und Lernenschuss machen. Wenn es euch nichts ausmacht, das dauert nicht mal ganz so lange, wir sind gleich da. Da kommt nur noch ein Bosskampf dazwischen und dann war's das. Aber ich möchte das jetzt wenigstens noch zeigen. I can't believe my eyes. Just look at this, Fritz. These huge trees were snapped right in two. Tja, das kann eigentlich nur ein Drago gewesen sein, denn der hat nur solche Beißer, dass er das machen könnte. I could such big trees get ripped down like this. There's one thing for sure. Whatever did this, it wasn't human. And now it wasn't me. Ja, du bist ganz bestimmt nicht. Du bist ja auch ein Mensch. What do we do now? They have the path completely blocked. Eine Mischung aus blocked und broken. Actually, Lisa... falsche Stimme. Actually, Lisa and the kids might still be stuck out there. Because of all these knockdown trees blocking the bay. Even if it's not the most direct path, we should look for another way around. It's probably best if we split up into a few groups. Hey! If you found Lisa and the kids? Leute? I assure you were enough good. You are in good enough shape to be out here. I'm always in good enough shape. Don't treat me like some injured clot. We'll take care of things here. You keep pushing on ahead, Fritz. Na dann, was sagt ihr? This won't take long now that our boss is here. Yeah, there's nothing to worry about. Plus, you and I are experts when it comes to getting in the way. Hold on, we're not the ones in the way here. Das ist irgendeine Anspielung auf irgendein japanisches Comedy-Duo, die ich nicht verstehe, weil ich die nicht kenne. I hope Lisa is alright. Na, das hoffe ich auch. Jolle and the others are all gathered at the bottom of the cliff over there. I wonder if something's happened. Der hat schon wieder seine Stimme gewechselt. Ich glaube, ich hab den Namen vergessen, scheiße. Von diesen NPCs da merke ich mir den Namen irgendwie nicht so toll. Der wechselt immer seine Stimme. Irgendwie von hoch zu tief zu, keine Ahnung. Weil ich jetzt nicht viel schlimmer habe. All the forest critters are acting weird and I'm suddenly getting really bad vibes here. Oh no, I mean that in a good way. What I mean is to say, I'm getting good bad vibes, if that makes sense. Nein. Fump. It's just a guess, but I'd say a Drago climbed up from here. See those claw marks? Those most certainly belong to a Drago. But why would a Drago claw at stuff like this, enough to leave gashes in rock even? They are such peaceful creatures, wie ich schon mehrmals gesagt habe. I get the feeling something very bad is happening to the forest, the people and the animals and me. Oh, und Einstein geht voll ab. What is it, Einstein? Einstein. Fritz, I think Einstein found something. Oh, look up there. There's a scrap of cloth. Don't you see it? There's a bit of red right over there. What is it? Is there something on top of this cliff? Old man West, what are you doing here?
Sorry to say, but there's nothing a rickety old man can do to help us. Die können Wände hochklettern? Ich glaube eher, dass die entweder von oben nach unten geklettert sind oder der eine Drago. Von daher, ich meine, guck mal, das sind riesige Viecher. Wir sind ungefähr vielleicht 1,70 Meter, 1,80 Meter oder so. Und gegen die Heringschnitte sind vielleicht 3, 4 Meter groß, die Dragos. Muss man die Dimensionen vorstellen. Oh, und das, dieser Sound, der ist so, oh, Alter. Ja, klar, das hat man schon. Und du, der Feuerwehrmann, immer, haben wir schon. Okay, dann muss ich mit dir reden. Oh, Fritz, don't tell me you intend to climb this cliff. I know how you feel, but scaling the cliff face is just too dangerous. It's dangerous to go alone, but you know maybe my son could be of use. I don't know if it will help any, but let's get him here so we can try. I need to borrow Einstein for a bit. Was so ein niedlichen Hund hätte ich auch gerne. Ach so, ich weiß gar nicht, dass Bowling für eine Rasse ist, ehrlich gesagt. Ich habe bei mir zu Hause zwei Berner-Sennhunde übrigens. Einstein, bring mir Sandbeck hier. Was sonst Name ist? Namen, bitte? A strange but nice guy with unexpected skills. Wir haben Saluki. Okay. Kenn ich echt die Rasse? Muss ich nachher mal googeln. Spike? Windhund. Nein, den Saluki. Saluki. Was ist das für eine Anspielung, Saluki? Saluki. Saluki. Was ist das für eine Anspielung? Habe ich das richtig ausgesprochen? Saluki. His name is Saluki. Got that? Here I have a sniff of a sock. Ugh, that's ripe. Don't forget this man now. That's ripe. Alright. I've tied a little ribbon to your collar. Show him the ribbon and he'll know exactly what's going on. Now fetch! Und die Szene, das ist episch, Alter. Wuff, wuff, you can count on me! Oh, das ist so geil! Oh mein Gott, da muss ich auf die Idee kommen, ey! Alter! So cool. Oh man. So Luki, at long last is it time to put the thief skills you've studied since childhood to the test. Now show us your one step technique. Right here, right now, so geht's auch, ja. I did study that technique, but this is my first time using it for real. For reals! I hope this works. This area looks scalable here.
Das ist auch mal eine Idee, eine Wand hochzuklettern, oder? Einfach mal so Leiternsprossen dran machen. So was könnte ich, das würde ich auch gerne wollen. Alright, that should do it. Fritz, be careful coming up. So, auf geht's. Ich hoffe, ich bin stark genug für den Boss, der jetzt kommt. Ah, der Regen hört auf. Looks like the rain stopped. Ja, hab ich ja gerade schon gesagt. I have a slight leg handicap, but I'll do my best. Ja, er hat ein Handicap mit einem Bein, aber er greift mit dem Bein an. Verdammt nochmal, er kickt den Gegner weg. Wie cool ist das denn? Please take me with you. Sir Loki joined your party. So. Na dann, welches Level bist du eigentlich? Weiß ich ja gar nicht. Level 11, Level 8, Level 9. Oh, du bist eigentlich relativ gut ausgeglichen. Ich denke schon, dass wir schaffen werden. Müsste eigentlich. Ich meine ja mal kurz. So. It's the same color as Lisa Stress. Got the scrap of cloth. Ja, dann erklärt sich eigentlich schon die Frage von selbst, was hier eigentlich passiert ist. Wer hier, wem der Traum hinterhergelaufen ist. So, hallo Gegner. Mischievous Mole. Diese Viecher, ey, oh mein Gott. So, was kann denn Saluki eigentlich? Also er kann momentan nicht allzu viel. Er kann den Wall Staple. Und das haben wir denn hier da. Select, um nochmal Sachen zu lesen. Stick these in the wall for a quick letter. Use in battle to briefly pin an enemy down. Also das ist sowas in der Lähmung. Ist manchmal ganz nützlich. Also von daher. Sind wir schon anders wie macht. Ja, das wenn der Rüben, der sich hinfliegt. Natürlich nicht. Das Vieh hält jetzt schon einiges aus. Zwei Runden, da ist schon ein bisschen mehr. Ich nehme einfach mal beide mit. Ach, na komm her. Mein Gott. Schuss. Frist Level 12. Sehr gut. Nochmal Level up mitgenommen. Das finde ich gut. Einstein Level 10. Sehr schön. Und Nachtwald. Nehmen wir mal mit. Hallo. Beef Jerky. Nom 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 nom. Und noch ein Maul. So. Und. Nutbread. Und Nutbread. Alter, wir werden gerade mit Items zugeschmissen. Andererseits gibt es ja auch keine heiße Quelle gerade. Deswegen ist das ein bisschen sehr sinnvoll, dass wir gerade Items bekommen ohne Ende. Ich will mal kurz eben. Du bist noch voll. Du bist geheilt. Daher. Jetzt mal zum Boss. Und sagt er, es kommt noch etwas krasseres auf uns zu, ne? Was seltsame Viecher angeht. Gibt es mehrere von den Quellen? Ja, die heiße Quellen sind sowas eigentlich wie die Hotels in Mama 3. Von daher. Hey, Fritz, der Samron hier. What are those? Are they human? What they are doing? A reconstructed caribou suddenly attacked. Ich finde, das ist viel schon relativ krass, das, was sie da mit dem angestellt haben, mit dem armen Elch. Das ist echt gut. Die Taktik für diesen Boss ist erst einmal toughen up und dann
Auf jeden Fall, Boris Stapleby ist dagegen empfindlich. Ihn auf jeden Fall sehr lange runter, dass er nichts machen kann, weil wenn er angreift, dann ist das schmerzhaft. Ihr könnt ja mal sniffen. Einstein snifft der Reconstructed Caribou. Smells like a mechanical chimera. Smells weak against lightning. Smells weak against numbness. Stop before horn. Ja, fast 30 Schaden. Das ist wie so ein scheiß Brot hält. Verdammt.